W-I-N-S-I-D. Was für eine Fies? Ungefähr 8000, kann man sagen. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen neuen Video. Neben mir ist gerade die Fashion-Ikone des 21. Jahrhunderts. UpRed ist mit dabei, Leute. Und Kieler ist auch mit am Start. Was geht, Digga? Ja, ich freue mich, hier zu sein. Ja, erstmal schön die Arme strecken. Das Bock ist ganz auf das wichtig, Format. Ganz wichtig, Leute. Ihr erinnert euch vielleicht, dass der liebe InScope die Tage auch schon mit Tim Gable ein paar Videos hochgeladen hat, die sich nennen, wie viel ist dein Outfit wert, Reaktion, beziehungsweise vielmehr geht es in diesen Videos darum. Und ich dachte mir gerade, als angehende Fashion-Ikone mit einem Profi im Game, Kieler hat bei so einem Fashion-Kanal, könnt ihr auf jeden Fall in der Beschreibung mal auschecken, kann ich nur empfehlen. Er hat mir auf jeden Fall erzählt, dass man die Socken nicht in die Hose steckt und sowas. Ja. Extrem wertvoller Typ auf jeden Fall. Ja. Muss man kennen. Dachte ich mir, wäre es doch sinnvoll, dass wir das Ganze auch mal machen. Ich habe InScope gefragt, hier ist seine Antwort darauf gewesen. Als hätten wir es erfunden, Digga. Alter, mach einfach, ey. Sebastian, lass liebe Grüße im Video einfach da, Digga. Mach einfach, Digga. Mach dein Ding. Sebastian, alles gut. Also von daher, alles cool. Wir sind hier rechtmäßig auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mit UpRed, Leute. Schauen uns mal an, was für Gestalten da rumhampeln. Ja, ich denke mal, wir werden dann, falls was zu sagen, einfach dazu was sagen, oder? Ja. Beginnen wir einfach mal, Kieler. Auf geht's. Ja, moin, Leute. Abos auf trocken am Start, meine Freunde. Ihr habt geile Kommentare rausgehauen zu dem letzten. Digga, ich finde seine Jacke ultra hässlich. Tut mir leid. Ich bin hier bei so bei extra in Dead Adam Merch gekleidet, was natürlich unangreifbar ist, Leute. Ja, modisch auf dem neuesten und übertriebensten Film. Also von daher kann mich hier keiner echt dumm anmachen für meinen Fashion Style. Das Prinzip ist sehr einfach. Wir fragen Leute, wie viel deren Outfit wert ist. Das heißt, jedes. Ja, musst du nicht erklären. Komm, fang einfach an. Wir haben hier erstmal eine Balenciaga Cap für 250. Macht halt auch null Sinn. Verstehe ich halt nicht. Tut mir leid, verstehe ich halt nicht. Kostet Produktion 10 Euro. 10 Euro, wenn überhaupt. Eine Jacke von Givenchy für 800, denke ich. Geisteskrank. Jacke absolut wack. Pass auf, jetzt sagt ihr so, ich habe hier noch ein normales schwarzes T-Shirt, irgendeine kranke Marke, 400 Euro. Wir haben hier ein Longsleeve von Deadstock für einen 30er. Ah, siehst du, ganz ja, easy, genau, casual. Ja, genau, das ist ein Amazon-Link. Eine Jeans von Yves Saint Laurent, ich denke auch 300. Sieht man ja auch nicht. Ja, no. Könnte auch einfach Zara sein. Ja. Und einmal Yeezy 750er Boots, ich denke 1200. Geisteskrank. Also ich finde die Schuhe nicht schön. Allgemein, ich finde Klamotten, das sind Nutzgegenstände. Beispielsweise seine Jacke, was hat die gekostet? Du gehst feiern, irgendjemand ist drunk, ja, braucht eine Zigarette, brennt dir ein Loch rein, ja, zack, 800 Euro. Ja, ja. Gesamtwert wäre dann einmal das hier. Ich habe heute ein bisschen übertrieben. Klar, nee, klar, so mit der Kappe für 200 Euro kann man es auf jeden Fall machen. Okay, Junge, wenn ich ihn schon sehe, dann ich mit einer ist das Ralf Lauren, ist das Polo. Polo ist es, ne? Polo. Cap 30. Aha. Jacke 40, 150. Warum? Warum kostet das 150 Euro? Einfach nur, weil Supreme draufsteht. 80 und 190. Ich habe damals halt das gleiche Problem mit meinen Eltern. Ich wollte früher immer eine G-Star-Hose haben, Digga. War ja früher immer so ein Hype, klar, ne? Klar. So, und meine Mutter hat gesagt, Amen, das Sick, den kaufe ich dir eine G-Star-Hose ein. Scheiß, Digga, geh dafür arbeiten. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich habe H&M geschickt. Aha, ist so. Nice, Digga. Knackig. Ich glaube, ihm ist es voll unangenehm, dass Red ihn gefilmt hat. Er hat gar keinen Bock auf Red. So, Die Adidas Cap 30 Euro. Aha. Die Jacke 40 Euro. Die Hose 40 Euro und die Schuhe 80 Euro. Ja, normales, er hat sich voll gefreut. Normale Standard-Outfit, so kann man voll rocken. Sieht halt okay aus. So. Das ist das typische Kenneck-Voll-Standard-Outfit, Alter. So, er könnte halt auch Bahnhof chillen damit, aber ist okay. Knackig. Ja, normal. Normal, Bruder. Was ist das so, die Hose? Deine Hose 30. Schuhe? Boah, Digga, die catchen aber auch, ne? Wie viel? 300. Niemals. Was hast du geholt? Schuhe. Geil, Digga. Sag mal, was hast du geholt? Balenciaga? Ja. Baba Typ. Speedrunner oder Triple S? Oh, Speedrunner. Der absolut hässlichste Schuh, no show. Hey, was soll ich jetzt sagen? Guck dir den. Er hat gar keinen Bock drauf. Was soll ich jetzt sagen? Windbreaker von Snipe, Tasche von Nike. Ja, aber wie viel ist das? Darum geht's doch. Scheiß auf die Marken. Er sagt, du scheiß auf die Marken, aber wie viel kostet das jetzt? So nicht mal mehr die Marke ist interessant, sondern nur noch der Preis, weißt du, Digga? Achtung, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ungefähr 150 Euro. Polo-Strickjacke 150 Euro, klar, als Elfjähriger habe ich sowas immer gerockt. Ja, die Hose dann noch von Jack und Jones 60 Euro. Ja, ist okay. Kann man machen. Das Ding ist an der Hose, Alter, ob die 800 kostet oder 80. Sieht man überhaupt nicht, Mann. Die ist immer unbequem. Das Skinny Jeans ist immer unbequem. Außer meine Hose. Schaut auf meinem Kanal. Ja, okay, es reicht. Stopp. Ja, Jacke kostet 700 Euro. Klar, natürlich. Was ist Grey Goose? Das ist Kanada Grey Goose. Ich sehe es schon hier, ne? Kanada Grey Goose. Aber muss die sind man echt. Also Kanada Grey Goose, der Wodka. Kennst du nicht, Digga? Das ist ja echt Pelz, ne? Ja. Finde ich übelst räudig. Finde ich richtig räudig, also, Mann. Finde ich
richtig räudig. Das darfst du nicht unterstützen. Kann man nicht. Also ist das räudigste, was man macht. Es gibt so, ich hab auch eine. Ich glaube, von Fake Truth ist die Jacke. Mit einem Kunstfell. Der sieht so schön aus, der fühlt sich so gut an. Scheiß da mal auf Edpads. Oh mein Adidas ist 18 Euro, bin da mal wieder weg. Keiner hat Bock mit ihm irgendwie so interviewt zu werden. Okay, also Jacke 100, 120. Pullover, so. Das ist richtiges Allmann-Outfit. Ja, ja. Das ist richtiger Allmann, ja, ja. Alter. Richtig nice. So, reiches Allmann-Kind ist das. Ja, ja. Fehlt nur noch die Dinge. Doktor, Jack Wolfskin-Jacke. Ja, genau. Okay, Freunde, Outfit 2.0, was ich heute anhabe. Wir haben einmal den Yeezy Keller Basis 450. Keine Ahnung, ich glaube 240. Wow. Ein paar Ringe. Einfach so. Einfach, ja, ich habe mir noch einen Ring, der kostet 20.000, 30.000, das 140.000 Euro Outfit. Mit dem Gigaswipe von Vodafone könnt ihr eure Telefon- und SMS-Flatrate ganz flexibel innerhalb des Young-Tarifs gegen mehr Datenvolumen tauschen. Einfach in der Mein Vodafone-App anpassen und 1 GB mehr Datenvolumen erhalten. Kommt mir mal ganz kurz, was der Typ hier sagt. Übrigens, die Originalvideos immer in der Videobeschreibung, Leute. Mahan hat hier, wie viel ist dein Outfit wert? Willst du mal Ausrufe Smiley Flammen-Emoji, Millionärskids-Edition. Bin ich gespannt, aber willst du mal kurz, bevor wir mit dem Video anfangen, was hältst du allgemein von dem Format? Würde mich jetzt einfach nur interessieren. Das finde ich sau oberflächlich, fertig. Mega. Sau das oberflächliche, dumme Format. Das ist genauso wie, wenn du hingehst zu Leuten und sagst, yo, was kostet ein Haus? Ja. Und die Leute erzählen dir, was die in ihrem Haus für Ytong-Steine verbaut haben. Was für ein Zement da drin liegt, was für ein Estrich und mit was, wie ich meine Einfahrt gepflastert habe. Weißt du, was ich meine? Das ist so irrelevant einfach. Ey, solange es doch cool aussieht und es anständige Qualität hat und nicht der letzte Kinderarbeitsdreck ist, kann man das tragen. Fertig, ganz einfach. Also lasst euch wirklich nicht von solchen Videos... Definitiv nicht. Lasst euch da nicht beeinflussen, Mann. Mode ist immer wirklich die Optik, nicht der Preis. Und die Qualität natürlich. Ja. Die Schuhe, Gucci sieht man ja. Gucci sieht man ja. Also ich feiere die gar nicht. Also wie auch meinst du, Gucci sieht man ja. Ganz wichtig, ne, ganz wichtig. Die Hose ist eine normale Jack & Jones Hose, ich glaube 70 Euro. Ist die bequem? Die ist bequem. Die hat ja dieses Elastan. Also. Die hat ja das Elastan. Dieses Elastan. Da ist ja Elastan drin, Leute, das passt auf jeden Fall. Das Hemd war jetzt auch runtergesetzt, 360. Runtergesetzt auf 360 Euro, natürlich, klar, ganz klar. Digga, 360 Euro, Mann, Alter. Wie er war ich in der Ausbildung, hab 600 Euro verdient. Ja, Mann, wo habt ihr das Geld her, Alter? Und die Kette von Deutsche Gabbana für, hab ich geschenkt bekommen, aber so 120 wurde mir gesagt. Sagst du den Leuten, denen du was schenkst, wie viel's kostet? Ah, hier, Bruder, das ist ein krankes Messer, Statrack, Butterfly. Ich schenke dir das jetzt im Preis 30, 40.000 Euro, glaube ich, so ungefähr. Danke, ich freue mich. Gerne, Mann, steckst du direkt in die Kehle, Bruder. Kommst du der Rucksack von Versace für 350. Oh, dann hätte ich ja fast vergessen, den Rucksack hier noch. Junge, Rob kauft sich einen Versace-Rucksack, Mann, Junge! Versace-Boy. Klar, 2000 Euro Outfit, Digga. Natürlich, warum nicht? Das ist nicht so, dass wir das denen nicht gönnen. Also wir gönnen das den Leuten schon, aber es ist total dumm. Ist von Lacoste, den habe ich hier aus dem Store. Der hat 80 Euro gekostet. Eine Jacke. Ja, 770. Wie alt ist er? 14. 770 Euro. Für eine Jacke. Junge. Der Gürtel. 180. 200. Mann, Junge, 200 Euro für einen fucking Gürtel. Ist das dein Ernst, Digga? Sag mir, wie viel die Hose kostet. Sag bitte über 100 Euro. Gucci. 40 Euro. Da, keine Hose. H&M oder so. Ja. 20 ah. Euro. Ah, okay. Das ist immer das Ding, so, weißt du? 400, 900, 6000. Ja. Und dann Hose. 10 Euro H&M, weiß nicht. Aber so, wenn das komplette Geld für das Outfit hier oben schon aufhört und du sagst, ja scheiße, bevor ich in Unterhose rumlaufe, hole ich mir lieber H&M-Hose. Aber ganz ehrlich, eine Hose siehst du einfach nicht. Und Unterhose kann 15 Calvin Klein. Ganz wichtig nochmal die Calvin Klein Unterhose zu erwähnen. Es hätte ja nicht getan, eine normale Unterhose zu nehmen, das muss die Calvin Klein Unterhose sein. Gerade wenn der Penis noch so groß ist, weil du noch in der Puppe, ach komm, scheiß doch drauf. Unterhose kostet, also 360, ich weiß es nicht, also ich hab die halt... Für eine Unterhose, Digga, drei Unterhosen, 160 Euro, was ist mit dir, Junge? Was stimmt mit dir nicht, Mann, was haben deine Eltern denn mit... 160 Euro für eine Unterhose, Mann, Digga! Ich will gucken, was er noch so sagt. Seine Jacke okay. Haben 400 gekostet, dann die Hose. Das Stone Island hat 280 gekostet. Kleine Stone Island Hose kann man sich hier machen, oder? Wobei die Hose, muss ich sagen, cool aussah. Ja, klar, aber er ist 16. Ich glaube, er hat in seinem ganzen Leben noch nie so viel einmal Geld. Gearbeitet. Er hat noch nie so viel Geld verdient, wollte wie er gerade anhat, sagen, Mann. Gürtel so 30. Unter ah, es ist kein Gucci-Gürtel. Der wird bestimmt in der Schule zusammengeschlagen, weil er keinen Gucci-Gürtel hat. Pulli kostet 650. Vetmore. 50 Euro für ein Vetmore-Hoodie, Digga. Ich raste aus, Alter. Ciao. Ja. Dann Jacke, kostet auch 600.
Die Uhr kostet auch 600, so ein, von meinem Vater, also so eine Art Erbstück. Scheinbar hat dieser Typ hier wahrscheinlich vorher gepostet, so, yo, Leute, ich gehe jetzt da und da in Hamburg hin, zieht eure teuersten Klamotten an. Alle, Mütze kostet 13 Euro, ist so das Patch und auf eine Mütze halt draufgesteckt. Die ist nicht mal real. Supreme kostet 200 Euro. Einkäufe sind auch noch am Start, ne? Einmal so ein Agne-T-Shirt, das mit dem Kragen für 150. Siehst du, ich hab's gesagt, Digga. War gar nicht so schlecht. Und so ein Champion X-Off-White-T-Shirt. Ja, für 230 ungefähr. Ein 3000 Euro Outfit an einem 15-jährigen Jungen. Leute, ich glaube, ich habe endgültig den Verstand und den Glauben an die Menschheit damit verloren. Ich würde sagen, das war's damit. Wenn ihr Fashion-Tipps von mir haben wollt, holt sie sich woanders. Geht bei Kilian vorbei. Ich kann dazu nichts sagen, außer kauft nicht zu viel Schwachsinn und gebt nicht zu viel Geld für Mode aus, sondern kauft lieber meinen Merch, der ist billig und trotzdem gute Qualität. Lasst euch von solchen Videos, ganz ehrlich, ich muss sagen, lasst euch von Digga, der Typ läuft mit fast 3500 Euro auf der Straße an Klamotten rum. Braucht ihr nicht. Braucht Klamotten, nicht. Digga. Ich warte nur darauf, bis mir irgendwann ein 16-Jähriger im Vorbeigehen in der U-Bahn oder sowas deine Rolli zeigt und sagt, hier, 20k. Und solche gibt's mittlerweile. Und solche auch, Leute gibt du? Es. Es ist schlimm. Leute, schaut auf jeden Fall bei Kilian vorbei. Ich kann es euch nur empfehlen. Kein Angriff hier an die Leute, die diese Formate machen. Muss es auch sicherlich geben. Es gibt sicherlich Leute, die das interessiert. Mich tut es nicht unbedingt, aber ich rede mich gerne drüber auf. Schaut auf jeden Fall gerne in der Beschreibung vorbei. Da sind die Originalvideos nochmal verlinkt. Und ich fände es echt korrekt. Lieber Mahan, wenn du mich nicht striken würdest, Red, dann mache ich mir keine Sorgen. Wir kennen uns. Ja, Leute. Interessantes Pflaster, auf dem wir uns hier gerade bewegen. In diesem Sinne, macht's gut. Schaut bei Kilian vorbei. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.